Heute wollen wir einen Ausflug auf den Mond machen. Das hier ist unsere Mondoberfläche. Und die Mondoberfläche hat natürlich noch ein paar Krater. Zack, und so und so und so. Viel wichtiger ist aber, dass wir auf unseren Ausflug zum Mond zwei Objekte mitgenommen haben. Mit denen wollen wir nämlich ein lustiges Experiment machen. Und zwar ist das einmal ein Ziegelstein. Das hier ist unser Ziegelstein. Und unser zweites Objekt soll eine Feder sein von irgendeinem Vogel. Du darfst ja gern deinen Lieblingsvogel aussuchen, von dem die Feder sein soll. Und was wir jetzt machen ist, du nimmst beide Objekte in die Hand, jeweils ein Objekt in einer Hand, und lässt beide gleichzeitig fallen. Und jetzt wollen wir noch wissen, ohne auch wirklich auf dem Mond gewesen zu sein, was wird zuerst den Mond erreichen, die Mondoberfläche erreichen? Der Ziegelstein oder die Feder? Wir können uns das Ganze, das natürlich auf dem Mond schwer vorstellbar ist, erstmal angucken, wie das auf der Erde aussehen würde. Wir hätten also hier einmal unsere Feder. Ich zeichne mal eben nochmal die gleichen Objekte beide hier hin. Und hier ist unser Ziegelstein. So. Und da wir auf der Erde sind, haben wir auch Gras. Ups, rotes Gras haben wir auf der Erde noch nicht. Wir sollten am besten grünes Gras nehmen. Also haben wir ein bisschen Gras auf der Erde. So, und was sagt uns unsere Erfahrung auf der Erde? Ich denke, du wirst mit mir übereinstimmen, dass der Ziegelstein ungefähr in so einer Linie fallen wird. Die Feder aber schöne, geschwungene Bewegungen machen wird, bis sie irgendwann dann auch mal den Boden erreicht. Richtig? Ich denke, das hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn eine Feder nach unten fällt. Also sagt uns die Erfahrung ja, dass auf der Erde zumindest das Objekt, das mehr wiegt, auch zuerst den Boden erreicht. Allerdings haben wir einen kleinen Unterschied von dieser Situation auf der Erde und dieser Situation auf dem Mond, die auf jeden Fall sofort ins Auge sticht, in Anführungszeichen. Und zwar haben wir auf dem Mond keine Atmosphäre. Wir haben hier keine Atmosphäre, also wir haben sozusagen, wir haben keine Luft, können wir auch sagen. Ich schreibe mal ordentlich. Ich wollte eigentlich ordentlich schreiben. Nochmal. So, das ist doch schön. Keine Luft. So, das heißt, wir können unsere Erfahrung von hier schon allein deswegen nicht einfach so auf den Mond übertragen. Also müssen wir uns was anderes ausdenken. Und da wir ja bereits wissen, was Newton herausgefunden hat über die Gravitation, können wir doch einfach mal, da das ja ein universelles Gravitationsgesetz ist, können wir das doch einfach mal hier versuchen anzuwenden. Wir berechnen uns also erstmal die Kraft, die der Ziegelstein, ich nenne sie mal FZ, die Kraft des Ziegelsteins und die Kraft der Feder, nennen wir mal F, F, da sieht man jetzt nicht so gut. Also welche Kraft die beiden Objekte auf den Mond ausüben und andersrum, wie stark sie natürlich angezogen werden, auch vom Mond. Sozusagen das Gewicht der beiden auf dem Mond. Und wie gesagt, das Gesetz dazu kennen wir ja schon. Die Kraft des Ziegelsteins oder die Anziehungskraft des Ziegelsteins und des Mondes ergibt sich einmal aus der universellen Gravitationskonstanten mal der Masse des Mondes. Ich schreibe mal m. Und hier unten noch so ein Subskript m, also so ein m unter dem m sozusagen. Das heißt, das ist die Masse des Mondes. Und das andere ist noch die Masse des Ziegelsteins, mit der wir multiplizieren müssen. Und das Ganze teilen wir dann durch, na, weißt du es noch? Genau, die Entfernung vom Zentrum des Mondes zum Zentrum unseres Objekts, also in dem Fall dem Ziegelstein. Richtig? Und das Ganze quadrieren wir noch. So, und wie sieht das alles für die Feder aus? Naja, relativ ähnlich. Die Anziehungskraft zwischen Feder und Mond würde sich auch ergeben aus, da soll ich noch ein Ist-Gleichzeichen hin, aus der universellen Gravitationskonstanten. Und eine der beiden Massen soll wieder die des Mondes sein, da ja beide Objekte auf dem Mond sind. Also wieder m Subskript m. Nur diesmal multiplizieren wir noch mit der Masse der Feder. Und das Ganze teilen wir auch wieder durch die Entfernung vom Zentrum der beiden Massen. Also Zentrum des Mondes bis zum Zentrum der Feder. So, wie wir hier sehen, das sieht ja schon relativ gleich aus. Das Einzige, was sich bisher zu unterscheiden scheint, sind die Massen der beiden Objekte. Das wäre ja auch das, was uns die Erfahrung auf der Erde bisher lehrt, dass Schwebeobjekte schneller runterfallen. So, wir können das ja aber erstmal zum Vereinfachen so machen, wie wir es auf der Erde auch machen. Und zwar fassen wir uns
die drei Terme hier zusammen auf beiden Seiten. Das haben wir ja auf der Erde auch gemacht. Wir haben aus dem großen M und der Masse der Erde und der Entfernung vom Erdmittelpunkt bis zur Erdoberfläche haben wir klein g gemacht. Das machen wir jetzt hier auch einfach mal. Nur machen wir diesmal auch ein Subskript M dran, dass wir wissen, das ist das Gravitationsfeld auf dem Mond. Oder um genau zu sein, das Gravitationsfeld auf der Mondoberfläche. Oder wir könnten auch sagen, die Gravitationskraft, die auf ein Objekt wirkt, das auf der Mondoberfläche ist. Okay? Und das macht zumindest die Formel schon mal ein bisschen übersichtlicher. Dann sieht es also folgendermaßen aus: Die Kraft, die auf den Ziegelstein wirkt, die Anziehungskraft und die der Ziegelstein auf den Mond ausübt, wäre dann abhängig von der Masse des Ziegelsteins natürlich, nicht F, des Ziegelsteins mal eben diesem kleinen g. Und bei der Feder sieht das natürlich genauso aus. Die Kraft der Feder, die Anziehungskraft der Feder oder das, sozusagen das Gewicht der Feder auf dem Mond wäre dann die Masse der Feder mal der Gravitationskraft auf dem Mond. So, das sieht ja immer noch nicht großartig anders aus als vorher, nur ein bisschen übersichtlicher. Und wir wissen ja jetzt, worin sich die beiden unterscheiden, ist immer noch die Masse. Und wir sind ja uns auch ziemlich sicher, dass die Masse des Ziegelsteins, ich denke, da stimmst du mir mit mir überein, dass die Masse des Ziegelsteins größer ist als die Masse der Feder, richtig? Also wir haben es ja gemerkt, dass Masse und Gewicht ein Unterschied ist, aber trotzdem ist das hier ja immer noch mehr Materie als bei der Feder, richtig? Und daraus würde ja auch resultieren, wenn die Masse hier größer ist als die Masse und wir mit der gleichen Zahl multiplizieren, müsste ja auch oder wird auch die Kraft des Ziegelsteins, die Anziehungskraft des Ziegelsteins größer sein als die Anziehungskraft der Feder. So, bisher sind wir eigentlich noch auf dem gleichen Stand wie vorher, würde ich behaupten. Und nach all den Berechnungen, die wir bisher angestellt haben, würde auch ich immer noch sagen, der Ziegelstein muss schneller runterfallen und würde viel, viel früher die Oberfläche des Mondes erreichen. Aber wenn wir nochmal genauer hingucken, dann könnte uns ja auch noch einfallen, dass Newtons zweites Gesetz aber ausgesagt hat, dass bei gleicher Kraft, die auf zwei Objekte wirkt, das Objekt mit der größeren Masse weniger beschleunigt wird. Also, ich schreibe es nochmal hin. Newton hat ja auch herausgefunden, neben dem Gravitationsgesetz, dass die Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, sich zusammensetzt aus der Masse des Objekts mal der Beschleunigung, die das Objekt erfährt. Das heißt, umso größer m ist, umso kleiner muss a sein, wenn wir ein gleiches f rauskriegen wollen. Das ist ja noch normale Algebra. Das heißt, was uns ja eigentlich interessiert, ist ja auch nicht die Anziehungskraft zwischen den beiden Objekten, sondern die Beschleunigung, die beide Objekte erfahren, während sie runterfallen. Richtig? Weil wir wollen ja wissen, was zuerst auf dem Boden aufkommt. Und das ist ja eigentlich nur abhängig von der Beschleunigung. Weil umso schneller man beschleunigt, umso schneller ist man ja im Endeffekt auch. An welchem Ziel auch immer. In unserem Fall auf der Mondoberfläche. Also stellen wir uns die beiden Seiten nochmal oder diese ganze Formel mal nach a um. Also dividieren wir beide Seiten durch m. Dann haben wir hier noch a übrig. Ich schreibe es mal nochmal einmal ordentlich hin. Also wissen wir, dass sich die Beschleunigung, wo auch immer, immer zusammensetzt aus der Kraft, die auf das Objekt ausgeübt wird, geteilt durch die Masse dieses Objektes. Ja, und dann gucken wir uns nochmal an, wie groß die Beschleunigung unseres Ziegelsteines zum Beispiel ist. Die Beschleunigung unseres Ziegelsteines auf dem Mond ist wie groß? Wir kennen ja bereits die Kraft, die auf das Objekt ausgeübt wird. Die ist ja mz, die Masse des Ziegelsteins, mal dem Gravitationsfeld auf dem Mond. Also die Masse des Ziegelsteins mal Gravitationsfeld auf dem Mond. Und das Ganze müssen wir noch teilen, haben wir ja hier oben, durch die Masse. Also in dem Fall die Masse des Ziegelsteins. Und wir sehen, wir rechnen mal mz, wir rechnen durch mz, können wir es also rauskürzen. Also sehen wir, dass die Beschleunigung des Ziegelsteins auf dem Mond genauso groß ist wie das Gravitationsfeld auf dem Mond. Das sieht ja schon mal interessant aus. Wenn wir das gleiche noch für die Feder machen, und ich denke, du siehst schon, worauf das hinausläuft, denn da ergibt sich dafür ja, wir setzen auch wieder die Kraft ein, die Anziehungskraft, die auf die Feder ausgeübt wird, die wir ja hier drüben schon haben. Also die Masse der Feder multipliziert mit dem Gravitationsfeld auf dem Mond. Das Ganze geteilt durch
die Masse der Feder. Ich glaube, ich sollte ein bisschen runterscrollen, so, damit auch alles im Blickfeld ist. Ergibt auch hier wieder, wir sehen, die Masse der Feder ist total irrelevant für diese ganze Berechnung. Und was übrig bleibt, ist das Gravitationsfeld auf dem Mond. Also, kurioserweise, beschleunigen beide scheinbar genau gleich schnell. Und wenn beide gleich schnell beschleunigen, und sie werden auch durch nichts aufgehalten, wie gesagt, wir haben ja keinen Luftwiderstand, dann werden auch beide gleichzeitig den Boden berühren. Das mag jetzt erstmal überraschend sein und du wirst dich vielleicht auch fragen, hey, warte mal, wenn ich jetzt hier überall statt diesem M für den Mond einfach die Werte für die Erde eingesetzt hätte, dann müsste das doch auf der Erde auch so sein, oder nicht? Und ja, da hast du auch genau recht. Aber, wie gesagt, auf der Erde ist der entscheidende Faktor noch, dass wir hier eine Atmosphäre haben, also Luftwiderstand. Atmos. Schreibt man das mit Doppel-S? Ich weiß gar nicht. Ich schreibe es jetzt mal mit Doppel-S. Nee, nein, mit einem S. Atmo. Meine Güte. Schreiben ist heute wirklich nicht meins. Ich entschuldige mich. Atmosphäre. Das ist Englisch. Atmosphäre. Ich gucke das nochmal nach, bitte verlass dich nicht auf meine Rechtschreibung. Aber auf jeden Fall das Wichtige, um zum Thema zurückzukommen, der große Unterschied zwischen der Situation auf der Erde und der Situation auf dem Mond ist einzig und allein die Atmosphäre. Und um das nochmal zu veranschaulichen, wir wissen ja bereits, oder nehmen wir mal an, dieser Ziegelstein hat hier hat irgendeine Masse, ich nenne sie mal M1. Und wenn du jetzt ein anderes Objekt hättest, das viel, 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 viel flacher wäre als dieser Ziegelstein, aber, und darauf kommt jetzt an, aber die gleiche Masse hat, also das Objekt hier hat auch die gleiche Masse wie der Ziegelstein, dann wirst du sehen, wenn du das mal ausprobieren würdest, dass beide Sachen nicht gleich schnell auf den Boden fallen. Obwohl wir doch eben noch gesagt haben, oder am Anfang des Videos, dass Dinge, die mehr wiegen oder die gleich viel wiegen, dann im Endeffekt ja auch gleich schnell fallen müssen. Dem ist aber hier nicht so. Der Luftwiderstand hat hier viel mehr Angriffsfläche, würde das Objekt hier also viel, 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 viel mehr. Na gut, so übertrieben nicht, aber auf jeden Fall viel mehr abbremsen. Und das Objekt hier, obwohl es gleich schwer ist mit dem Ziegelstein, würde langsamer runterfallen als dieser Ziegelstein. Das heißt, das Einzige, was auf der Erde dann entscheidend ist, wenn die Massen gleich groß sind, ist einfach nur die Aerodynamik. Und du könntest zu Hause auch noch ein kleines Experiment machen. Und ich rate es dir wirklich auch, es ist wirklich, auch wenn es ein einfaches Experiment ist, aber es ist wirklich ein interessantes Experiment. Nimm dir am besten mal ein Buch. Und am besten keins, auf das du viel Wert legst, nicht, dass irgendwas kaputt geht da dran. Auch wenn es nicht zu erwarten ist, aber man weiß ja nicht, wenn es runterfällt, was damit passiert. Du nimmst einmal ein Buch und du nimmst einmal eine Postkarte. Das ist die Postkarte. So, und dann lässt du beide Sachen fallen. Kannst du ruhig nacheinander machen und kannst ungefähr abschätzen, wie lange beide brauchen, bis sie runterfallen. Ja, das kannst du natürlich jetzt auch schon so abschätzen, ohne dass du es das extra gemacht hast. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, das Buch wird schneller runterfallen als die Postkarte. Aber was passiert jetzt, wenn du die Postkarte oben auf das Buch raufpackst? Naja, das ist ziemlich einfach. Wenn du die Postkarte auf das Buch raufpackst, dann erfährt ja die Postkarte keinen Luftwiderstand mehr, weil das wird ja alles schon, der Luftwiderstand wird ja hier schon vom Buch unten abgefangen. Und was du sehen wirst, ist, dass beide Objekte gleich schnell runterfallen. Die Postkarte wird genau oben auf dem Buch kleben bleiben, also scheinbar kleben bleiben. Und beide werden gleich herunterfallen, obwohl beide unterschiedliche Massen haben. Viel Spaß beim Ausprobieren!